Kraftfahrzeuge befahren nicht nur gerade Straßen, sondern sie müssen in der Lage sein, Kurven zu fahren. Und in einer Kurve haben, wie wir wissen, die Räder an der Außenseite eine größere Strecke, um schneller zu laufen, als die Räder an der Innenseite. Diese Tatsache wollen wir uns an ein paar Beispielen verdeutlichen. Hier fahren zwei Männer auf Motorrädern einen Kreis. Der Mann auf der Außenbahn fährt einen größeren Bogen und legt eine entsprechend größere Strecke zurück als der Mann auf der Innenbahn. Die Räder seines Motorrads müssen sich also schneller drehen, weil sie in derselben Zeit eine größere Entfernung zurückzulegen haben. Sind zwei Räder durch eine Welle fest verbunden, so muss das Rad innen auf der Stelle gleiten, während das andere den größeren Bogen macht. Bei einem einfachen Pferdewagen können sich die Räder auf der Achse unabhängig voneinander und in Kurven verschieden schnell drehen. So waren auch die ersten Autos gebaut. Die Räder drehten sich unabhängig auf der Achse. Nur ein Rad wurde vom Motor angetrieben und musste die ganze Arbeit leisten. Wenn, wie bei unseren Kraftfahrzeugen, die Kraft des Motors auf beide Hinterräder wirkt, so können sich diese die Arbeit teilen. Das Ausgleichgetriebe macht es möglich, dass zwei Räder auf derselben Achse vom Motor angetrieben werden und unabhängig voneinander unterschiedliche Geschwindigkeiten erreichen. Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichgetrieben. Am häufigsten ist das Ausgleichgetriebe mit Kegelrädern. Wir wollen sehen, wie es arbeitet. Bei diesem Modell sind zwei Räder so gestützt und auf getrennte Wellen montiert, dass sie sich völlig unabhängig voneinander drehen können. Wir bringen am freien Ende der Wellen je eine solche Speiche an. Wenn wir die Speiche drehen, dreht sich auch das Rad, jedes für sich. Jetzt nehmen wir eine Stange als Antrieb und können beide Räder in gleicher Richtung mit gleicher Geschwindigkeit drehen. Halten und befestigen wir diese Antriebsstange so, dass sie gegen die Speichen drücken kann. Aber diese Haltevorrichtung darf mit der Welle nicht fest verbunden sein. Sie soll sich frei drehen und so die Räder antreiben. Das geht ausgezeichnet, solange sich beide Räder mit gleicher Drehzahl drehen sollen. Wir können aber nicht ein Rad schneller laufen lassen als das andere. Und halten wir ein Rad fest, so kann sich auch das andere nicht mehr bewegen. Statt dieser starren Befestigung setzen wir hier nun einen Drehzapfen ein, der die Stange in beide Richtungen schwingen lässt. Wie vorher können wir beide Räder gleichmäßig drehen. Daran hat sich nichts geändert. Wenn wir aber jetzt ein Rad festhalten, dreht sich das andere trotzdem, weil unsere Antriebsstange beweglich ist. So weit geht es noch nicht. Die Stange fasst die Speichen nicht mehr. Wir brauchen also noch eine Stange und mehr Speichen, um weiterzumachen. Jetzt haben wir beide Möglichkeiten. Hier steht das eine Rad still, die Antriebsstange aber dreht sich und die Speichen des freien Rads weiter. So drehen sich beide Räder wieder frei. Und nun wieder nur ein Rad. Das ist die grundsätzliche Arbeitsweise eines Ausgleichgetriebes mit Kegelrädern. Um unser Modell den Verhältnissen im Kraftfahrzeug anzugleichen, müssen wir es noch weiterentwickeln. Zunächst wollen wir die Ungleichmäßigkeit der Bewegung dadurch vermindern, dass wir mehr Speichen in kleineren Abständen einsetzen. Verändern wir die Form der Speichen so, dass sie Zahnrädern gleichen, so erreichen wir eine stetige und gleichmäßige Bewegung. Jetzt sind aus den Zahnrädern Kegelräder geworden. Dadurch erhalten wir eine ständige Berührung. Diese Kegelräder geben dem Kegelrad-Ausgleichgetriebe den Namen. Dieses kleine Zahnrad wird Ausgleichkegelrad genannt und sitzt auf dem Ausgleichstern. Diese zwei Zahnräder an den Enden der Hinterachswellen, die von den Ausgleichkegelrädern angetrieben werden, nennt man Hinterachswellenräder.
Ein zweites Ausgleichskegelrad soll die Arbeit des Achsantriebs mit übernehmen. Das Tellerrad dreht den Ausgleichsstern und kann sich, wie vorher unsere Antriebsstange, selbst frei auf der Achse drehen. Das Antriebskegelrad am Ende der Antriebswelle treibt das Tellerrad. Die Zahnräder werden verstärkt und von einem Gehäuse umschlossen. So erhalten wir einen Achsantrieb mit Ausgleichgetriebe, dessen Räder reibungslos und geräuschlos ineinander greifen. In diesem Fall greift das Antriebskegelrad in das Tellerrad auf der Höhe der Hinterachse ein. Man kann den Eingriffspunkt auch an den unteren Rand des Tellerrads verlegen. Dazu müssen die Zähne von Tellerrad und Antriebskegelrad bogenförmig sein. Man spricht dann von Hypoidverzahnung. Ob es sich nun um einen Hypoid oder um einen normalen Achsantrieb handelt, Zweck und Wirkungsweise sind die gleichen. Wir wollen alle Teile noch einmal betrachten. Hier ist das Antriebskegelrad und das Tellerrad. Das Tellerrad ist mit dem Ausgleichgehäuse verschraubt. In dem Ausgleichgehäuse befinden sich die Ausgleichkegelräder. Sie greifen in die beiden Hinterachswellenräder ein und treiben die Hinterachswellen an. Ein Achsgehäuse umschließt den Achsantrieb mit dem Ausgleichgetriebe, das, unabhängig davon, wie groß der Einschlag der Lenkung ist, die Antriebskraft des Motors zu gleichen Teilen auf die beiden Räder überträgt. Das trifft also zu, wenn ein Fahrzeug eine Kurve fährt und die Räder außen einen größeren Weg und schneller laufen müssen als die Räder innen. Kehren wir noch einmal zu unserem Modell zurück. Wir nehmen an, die Antriebswelle des Fahrzeuges macht 45 Umdrehungen. Durch die Übersetzung im Achsantrieb machen die Räder in diesem Fall je 10 Umdrehungen. Das englische Wort Revolution heißt Umdrehung. Die weißen Linien zeigen an, dass wir geradeaus fahren. Jetzt fahren wir eine Kurve und das linke Rad dreht sich langsamer als das rechte. Wir erkennen das an der weißen Markierung auf den Rädern. Die Antriebswelle macht weiterhin 45 Umdrehungen. Das linke, das Innenrad, macht jetzt 9 und das rechte, das Außenrad, 11 Umdrehungen. Die Summe der Umdrehungen bleibt aber die gleiche, nämlich 20. Je schärfer der Einschlag der Lenkung, umso größer der Unterschied der Umdrehungszahl der Räder. Aber die Summe bleibt gleich. Jetzt fahren wir wieder geradeaus. Und jetzt schlagen wir links ein. Die Umdrehungszahl der Räder ändert sich. Die Summe bleibt gleich. Nun haben wir also den Achsantrieb mit Ausgleichgetriebe in Aufbau und Wirkungsweise kennengelernt. Das Ausgleichgetriebe macht es dem Fahrzeug möglich, Kurven zu fahren, weil es die Räder bewegt, als ob sie sich völlig unabhängig auf zwei Wellen drehen würden. Das Ausgleichgetriebe verteilt die Antriebskraft des Motors zu gleichen Teilen auf die beiden Räder, unabhängig von Kurven und Unebenheiten der Straße.